Keine Ahnung, das ist deine Sache. Ich wohne nicht in Hamburg. Könnte auch ein Facebook-Freund sein. Ich kenne meine Facebook-Freunde. Im Ich Gegensatz zu nicht. bestimmten anderen, die jeden schwachsinnigen Typen, vorbeigelaufenen Typen annehmen. Das finde ich auch irgendwie total doof. Ich nehm nur Leute in Facebook an, die ich auch wirklich kenne und die ich auch dazu haben möchte und nicht irgendwelche Leute, die ich nur einmal gesehen habe oder sowas. Naja, hier sind ja, aber mir sind einige dabei, die sind entweder aus der Ausbildung Post, ehemalige Leute, Bekannte von einem Radio, Hörer von dem Radio. Ja. Gut. Browser Games. Browser Games. Wir spielen Browser Genau. Games. Wie Ja, spielt man und Browser? da gibt es ja auch ein. Ich weiß nicht, ob es noch das. Doch, gibt es, ne? Big Point gibt es ja noch, ne? Ja, Big Point gibt's noch. Big Point ist noch nicht pleite, so wie die andere Firma. Nee, weil die haben ja so ein großes Portal mit Dark Orbit und wie die ganzen Dinger heißen. Ja. Das ist ja so große Plattform mit ganz, also deutsches großes Plattform und hat ganz viele Browser-Games im Petto und aktuell haben die ja Prison, irgendwas mit Prison oder sowas, keine Ahnung, irgend so eine Art GTA Double für den Browser in Entwicklung und das sieht auch ganz nice aus. Grafisch gesehen hinkt das noch ein bisschen hinterher, also da kann man, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ist auch eine Plattform, da habe ich angefangen übrigens, da habe ich meine ersten Browser-Games gezockt auf BigPoint. Und ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, irgendwas mit, auch mit Space. Space Wüsste, Invaders? ich weiß jetzt, nicht Space Invaders, Schade. Space Empire, keine Ahnung, hat man so halt im Weltraum dein eigenes Reich erschaffen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Dark Finde Orbit? ich nicht. Nee. Nein, nein, Dark Orbit ist ja ein Spiel, da spielst du alleine so ein Raumschiff und fliegst durch die Gegend. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dieses Dings, ne? Ja, dieses Dings. Ich glaube, ich bin mir aber jetzt nicht genau sicher. Ja. Kommt nur darauf an, was ihr denn gerne haben möchtet, ne? Auch. An Spielen. Poison will zum Beispiel ist ja, heißt das mit dem GTA Double eigentlich genau. Level Aber A. ich weiß nicht mal, wie dieses guckt. Nee, Level A läuft über Dings. Level A, das ist ein Rennspiel. Ja. Habe ich übrigens auch mal gezockt, aber ich finde es nicht so besonders. Da gibt's zwar online ist das natürlich ganz gut, aber ich finde es eigentlich jetzt nicht so toll, weil das einfach nur steuerungstechnisch finde ich das für ein bisschen ungünstig. Ist so meine Meinung, habe ich so mitgemacht. Okay. Ist ein bisschen zu schwammig, die Steuerung, also. Space Invasion heißt das, genau. Space Invasion. Da war ich ja schon sehr nah dran, ne? Du hast Invaders gesagt, das ist ein Unterschied. War aber nah dran. Space war auf jeden Fall Vom richtig. Namen her, aber nicht vom Namen vielleicht, aber nicht vom Spiel an sich, weil Space Invaders, das ist ganz anders aufgebaut und auch andere Grafik und bla. Das ist bei Space Invasion ein bisschen anders. Gut, ja. Und das ist halt, was machst du bei Space Invasion? Da gibt es 30 verschiedene Universen, anspruchsvolle Langzeitsimulationen mit komplexen Wirtschaftssystemen, Planeten kannst du entdecken und kolonialisieren. Und Dieses geile Bündnisse Wort. schmieden, Krieg führen und bla. Also das ganzen, also dann du baust die Wirtschaft auf im Universum. Das ist ungefähr diese Browser-Variante für Spiele wie wie heißt diese Spiele nochmal? Da habe ich diesen Namen vergessen. Vergiss meinen Namen. Irgendwas mit Home, nicht Homefront, aber irgendwie sowas mit Home. Das ist auch so. Sowas in der Art gewesen, nur bessere Grafik und das gab es für den PC damals, das war von Sierra. Ja. Aber das ist halt ein, ja, keine Ahnung. Okay. Glaube, das hieß Homeworld. Bin mir aber nicht sicher. Doch, das hieß Homeworld, genau, Homeworld hieß es. Das habe ich auch mal gespielt, das war.
Atmosphärisch zum, auf jeden Fall das Beste, einer der besten Spiele, finde ich, für so, die im Weltraum stattfinden. Also das hat schon, war schon ganz geil. Ja, dann haben wir auf jeden Fall interessante Spiele. Was für Browserspiele findet ihr interessant? Was würdet ihr empfehlen? Schreibt es in die Comments. Und dann können wir Genau. vielleicht darüber auch nochmal diskutieren. Und da kommen wir nochmal zu einer anderen Diskussion hin. Viele meinen ja, Flash soll ja irgendwie abgeschafft werden. Aber es gibt ja im Browser so viele Flash-Spiele. Und das ist, finde ich, immer noch ein Grund, warum Flash weitergeführt werden soll. Weil mit Flash kannst du ja Spiele entwickeln, gut, also gut entwickeln. Und das kannst du ja mit dem, was es ablösen soll, nicht. Oder das ist nämlich HTML5. Das soll ja für diese für Videos Flash abfüllen. Wie heißt das? Ablösen. Ja, Finde ich genau. aber, Flash sollte immer. Der sollte auf jeden Fall noch im Internet verfügbar sein. Das ist, also soll immer noch genutzt werden, solange es nicht irgendwas Alternatives gibt, weil Java, finde ich, ist noch nicht, ich glaube, Java ist noch nicht ganz so gut wie bei Flash. Ich Java hat mehr glaube. Ladezeiten. Aus meiner Sicht. Ja, und was am besten ist eigentlich Shockwave. So habe ich meine Erfahrung gemacht. Shockwave ist ja, so, keine Ahnung, wie man das nennen will, noch spezialisierter auf Games als Flash, weil bei Shockwaves, da gibt es auch, das ist. Ja, das da kannst du auch wieder 3D-Spiele spielen. Da gibt es auch einen Shooter dafür, für so einen Shockwave-Shooter. Das Blöde an Shockwave ist nur, dass es eigentlich fast Windows-only. Das heißt, Linux hast du Probleme oder fast unmöglich da was zu installieren. Bei Mac ist das auch genauso schwierig. Deswegen, naja, gut. Und das ist ja der Aber Nachteil. da gibt's deswegen Flash, Java, das sind die ganzen Online-Sachen. Und bei Java zum Beispiel gibt es ja noch ein Projekt, das es nennt sich Minecraft. Da kann ich ganz kurz nochmal anschauen, was ich aktuell zocke. Das ist ja auch eigentlich mit Java gemacht. Aber das ist ja eher. Es gibt eine Browser-Variante, die ist aber ein bisschen ruckelig. Und dann gibt es eine Download-Variante. Das ist eigentlich ganz gut. Genau, und komischerweise, ne, als wenn ich in Facebook, also beziehungsweise mehr in Twitter was lese, habe ich gestern die Mitteilung gehabt, das war irgendwann so um ein, kurz vor eins, ja, ich war noch wach, der Jan spielt auch Minecraft. Ja, das habe ich ja gelesen. Da habe ich mir auch gedacht, Alter, jetzt kenne ich schon drei Leute, die dieses Spiel spielen. Mich, Jan, noch wer? David. Ah, okay. Unser David, nicht der Z-David. Ach so, ja gut, also der von Iple meinst du, genau. Ja, ist ja mein David. Nicht, wieso sagst du nicht der Z-David? Ja, was ist Z-David? Soccer Station David. Genau, ja, das wissen wir, aber der Ja, Z-David sagt ja nicht jeden was. weißt als wir unseren David hatten, da kam mir bei einem anderen David haufenweise Erfahrung. Du bist jetzt da, hä? Statt, ne, mal nachzugucken, ne? Warum? Wer das ist? Ja. Ein schöner Huster. Gibt's noch irgendwas zum Thema Browserspiele zu sagen? Ich kann auch sagen, das erste Browser-Game, was ich jemals gezockt habe, das war RuneScape. Das ist so ein MMORPG für Arme, sag ich mal. So ein Browser-Game, Browser-MMORPG. Grafisch total übel. Einige sagen für Browser-Game ganz toll, aber ich meine, für MMORPG ist das echt übel. Finde ich, das ist zumindest meine Meinung, dass das schlechteste MMORPG ist, was ich bisher gesehen habe. RuneScape ist echt schrecklich, auch wenn es Gibt eine es gute Funktion hat. Das Besondere an RuneScape ist, du kannst deine Musik, deine Hintergrundmusik kannst du selber auswählen. Das heißt, du sammelst im Laufe des Spiels halt immer mehr Musik, die du immer in jederzeit abspielen kannst in deiner Playlist. Und da gibt es echt gute Musik dabei, aber naja, gut. Hat sich so ein bisschen als schlechtes Spiel herausgestellt, in dem Sinne, dass es halt erstens eine scheiß Sichtweise hat, zweitens Mist Grafik und drittens die Steuerung auch. Also allgemein dieses ganze Gameplay drumherum, das ist irgendwie übel. Gibt es das Spiel noch? RuneScape? Ja. Ja, das müsste es noch geben. Da müssen wir mit der schlechten Grafik mal einen Test machen.
Jetzt gibt es ja eigentlich sowas wie Minecraft, ne, Minecraft, RuneScape HD, aber das ist nicht wirklich HD, das ist einfach nur ein bisschen Kantenglättung und ein bisschen mehr Farben, das war, das sieht mal genauso schlecht aus. Ach ja, dieses interpolierte HD. Ja, das ist gar nicht. Es gibt ja so viele Sachen, die meinen, das wäre HD, aber das, also viele setzen einfach irgendwo hinter HD noch hinter, keine Ahnung. Waveout HD und was alles mit HD setzen ja einfach dahinter, obwohl es keine wirklich HD ist, ne? Sondern sagen einfach, ja, Überlege. guck mal, das ist einfach nur erweiterte Version, deswegen sagen, geben die einfach nur ein HD dahinter. Genau, ist ja genauso wie mit meiner alten Webcam, die jetzt oben an der Decke hängt. Da steht auch ein HD drauf. Ist aber nicht HD-fähig. Ist bei mir auch so. Ich meine Webcam, beziehungsweise mein Camcorder steht auch, hat HD, bla bla bla, aber das ist HD nur auf dem Bildschirm, wenn du, auf diesem Bildschirm von der Kamera, da sieht alles so HD-mäßig aus, aber spätestens wenn du es konvertiert hast auf PC und hochgeladen hast, dann sieht das wieder so richtig schrecklich aus. Und falls ihr eine gute Webcam benötigt, die, wie soll ich sagen, eine, ja, HD-fähig ist, kauft euch die Logitech C910. Also die 910, so. Die ist HD-fähig mit einer Auflösung von 1980 mal 1000, nee, 1920 mal 1080. Werde ich mir mal zulegen, Also, vielleicht. Nee, obwohl das, glaube ich, das wäre für mein Konzept, was ich so im Kopf habe, wäre das, glaube ich, schlecht. Nee, egal. ist auf jeden Fall eine geile Was Kamera. anderes ist ein anderes Thema. Hast du Ja. noch was zum Browser Game zu sagen, Benny? Ich nicht, auf jeden Fall weiß ich, dass dieser Markt so langsam steigen wird. Ja, ich denke auch, Browser Games werden in Zukunft immer beliebter, weil die auch plattformunabhängig sind meistens. Also brauchst du einen Browser, dann hast du das Ding schon. Richtig. Ja, und deswegen finde ich, sage ich mal, für die Zukunft, auf jeden Fall wird Browser Games noch eine Rolle mitspielen im Spielemarkt. Das kann ich dir schon mal sagen. Wie Was weit, ich. das weiß ich nicht. Es wird ja, da haben wir schon mal angeschnitten, aber glaube ich, mit diesen ganzen On-Live und sowas. Achso, ja, ich hab irgendwas gerade verstanden mit Schmiermarkt. Genau, auf dem Schmiermarkt, da schmiert sich alles zusammen. Nee, das ist Spielemarkt, meine ich. Achso. Ich war nämlich gerade so Schmieremarkt. verwirrt. Schmiermarkt? Was ist mit dem Schmiermarkt? Hä? Ja, auf dem Schmiermarkt, kennst du den nicht? Da werden die Spiele drauf geklatscht und das sind die ganzen schlechten Spiele, da kommen die alle auf den Schmiermarkt drauf. Ah, diese japanischen billigen Spiele, die nachgemacht werden. Genau, die ganzen, genau, die kommen alle drauf und werden zusammengeschmiert. Und dann daraus, aus Ah. dieser Suppe wird ein neues Spiel raus gemacht. Das nennt sich am Ende dann RuneScape. Ha. The Universum. So. Gut. In diesem Spiel Genug gebasht. könnt ihr euch selbst in dieses Spiel hinzufügen und könnt euch selbst steuern. Genau. Echtzeitstrategiespiel. Als Baby fängt ihr an. Oder noch Oder als. alles geht echt. Oder tatsächlich dann noch als so, Sperma. Okay, gut. Lass mal an. Nein, das lassen wir jetzt. Jetzt machen wir was anderes. Immerhin Es nehmen wir es können gerade um 16 Uhr auf. noch junge Leute dabei sein, die das hören. Genau. Okay. Kommt drauf an, wann die sein. Es kann morgens sein, es kann abends sein, es kann mittags sein, es kann nachts sein. Ja, also bitte lieber Maxine, wenn du das hörst, ne? Pass auf. Ja, gut. Gut. Dann nehmen wir, glaube ich, jetzt das andere Thema. Das wäre. Wir haben ja noch 15 Minuten und die Fernsehgeschichte allgemein. Ah, nee, das würde ich aber lieber auf einen anderen Tag verschieben. Ich glaube, das wird ein bisschen länger werden als 15 Minuten. Viel länger. Na dann, Ich ja. glaube, das wird. Ich glaube, da müssten wir. Machen wollen mal eine kürzere Folge. Oder hast du noch irgendetwas, irgendein kurzes Thema für ein paar Minuten oder so? Mir Kurzes. fällt nichts ein. Die Gesetze machen auch noch nichts Interessantes wieder. Gibt es auch noch Nope. nichts Neues?
Man könnte ja wettertechnisch was sagen.